Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen Tag. Endlich wieder am Start und zwar bei der nächsten Review, der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal um die Bluetooth Spot Headphones, beziehungsweise Headphones ist übertrieben, In-Ear-Kopfhörer. Darum geht es hier mit der Version 4.0 vom Bluetooth Stereo HD natürlich. 10 Meter Reichweite, 5 Stunden kann das Ganze betrieben werden, sowohl als Headset zum Telefonieren als auch zum Musikhören. So sieht die Verpackung aus, schlicht gehalten kann man sagen, aber es reicht allemal aus. Und wir können sogar den iOS-Support der Batterie mit einblenden. Das heißt, wie voll die Batterie noch ist. Das kann das ganze Gerät dann also noch unterstützen und ansagen. So, hier sieht es nochmal Voice Prompt Incoming Phone Number. Das heißt, er sagt euch direkt an, welche Telefonnummer euch gerade anruft. Und dann hört ihr das direkt im Headset, bevor ihr den Anruf annehmt. In der schlichten Pappverpackung weiter eine kleine Plastiktüte mit den Kopfhörern drin. Wenn das Ganze hier nochmal überschlagen, haben wir hier noch verschiedene Ohraufsätze oder Einsätze und ein Micro-USB-Kabel und natürlich die Anleitung ist dabei. Jetzt schauen wir uns das Gerät an der Stelle erstmal an. Gucken wir mal, wie das so aussieht. Auf den Bildern her sah es sehr gut aus. Glänzend ist es auch und es hat dünne Kabel. Keine runden, sondern solche flachen hier. Und wir haben hier gleich übersichtlich, Moment, jetzt muss ich mal gucken, ist das die, ja, das ist die linke Seite. An der linken Seite haben wir einen Micro-USB-Eingang, um den integrierten Akku aufzuladen. Schöner Klavierlack, sieht wirklich gut aus, gut verarbeitet. Diese Ohrstöpfen sind austauschbar, sowie diese Größeneinstellungen für jedes Ohr sind auch einstellbar. Dann haben wir oben, ne, ich dachte es ist ein Button, ist kein Button, sah aber so aus. Dann geht es auf der rechten Seite weiter. Hier haben wir den Play-Pause-Button oder zum Telefongespräch annehmen oder auflegen oder ablehnen. Laut- und Leise-Taste ist alles integriert, also man hat hier keine extra Kabelanbindung, wie man das manchmal kennt, dass der Akku dann hier in dieser Fernbedienung drin verbaut ist. Hier ist es alles direkt in den Kopfhörern verbaut und auch hier lässt sich natürlich der Ohrstopfen und das für den Gehörgang lässt sich natürlich austauschen. Fällt mir natürlich jetzt das passende Wort nicht ganz ein, also Ohrstopfen schon und für den Gehörgang, na die Größen auf jeden Fall. Mitgeliefert, wie gesagt, ein flaches Micro-USB-Kabel, damit man das Gerät auch überall an der Powerbank oder am Netzladeteil aufladen kann. Dann die verschiedensten Größen, wie gesagt, der Earbuds, so nennen die sich ja, aus Silikon, die sind innen drin so gelblich, hier, und dann kann man die natürlich flexibel anpassen. Drei Größen sind dabei. Klein, mittel und groß, je nachdem wie große Ohren ihr habt. Und wir haben, na, guck an, mehr sind es gar nicht, haben hier einmal kleine für die Ohren zum Reinstecken und einmal große Silikonstopfen. Mehr gibt es aber nicht. Normalerweise gibt es immer drei Größen, hier sind es dann nur zwei. Okay, soll nicht weiter störend sein, mehr ist ja auch nicht im Lieferumfang drin, inklusive der Anleitung natürlich. So, dann machen wir das ganze Gerät mal an, das müsste denn hier funktionieren. Wie immer auf der Play-Taste lange gedrückt halten. Gucken wir mal. Er stellt sich an. Ja, er ist dabei. Gucken wir mal, ob wir den jetzt hier in den Pairing-Modus reinbekommen und ob er sich. Also, er stellt sich so aus. Jetzt ist er aus und wenn ich jetzt gedrückt halte, müsste er nach einer kurzen Zeit blau-rot blinken und dann in den Pairing-Modus eigentlich reingehen. Genau, da ist es jetzt auch schon soweit. Dann gehen wir direkt auf dem Telefon nach Bluetooth-Geräten suchen. Da ist auch schon, das ist der PBT002B. Und das ganze Gerät wird connected. Dann müsste der weiter blau blinken. Er macht sich gerade daran und verbindet. PBT002B ist bei dem Telefon wieder verbunden. Wieder dasselbe Problem, was ich schon öfters mit den Bluetooth-Geräten angesprochen habe. Bei meinem Telefon haut anscheinend das Bluetooth-System nicht mehr ganz so hin. Es funktioniert mit den üblichen Kopfhörern, aber alles, was danach kommt, was ich versuche mit den Geräten hier einzugeben, versucht er zu verbinden kurzzeitig und schmeißt es wieder raus. Das liegt nicht an den Kopfhörern, sondern wie gesagt an meinem Telefon an der Stelle erstmal. So, Media, Audio, nehmen wir mal kurz raus. Gehen dann ganz wieder drauf, versuchen das Ganze. Das müsst ihr alles nicht machen, normalerweise ist es direkt verbunden. Und wenn das dann so funktioniert, so wie jetzt. Ich hoffe, es bleibt auch so. Media, Audio. Ja, jetzt ist verbunden. Gott sei Dank. Okay, hat er verbunden. Dann gehen wir direkt jetzt mal hier auf den Soundfile, um mal zu hören, wie die Kopfhörer so klingen. Machen wir mal laut.
Da hören wir es auch schon. Und dann nochmal laut hier. Mal kurz hören. Ach so, ja, okay. Also wenn man hier oben drauf drückt, länger gedrückt hält, dann macht es Piep, wenn die maximale Lautstärke hier von dem Kopfhörer erreicht ist. Ihr hört es mal kurz am Mikrofon. Da sind sie. Achtung. Hört man auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie die denn so klingen sollten. Lass mal weg, ein bisschen machen, die Lautstärke, damit wir hier keinen Hörsturz erleiden. Und die haben einen klassischen Klang. Ich versuche es gerade nur auf einem Ohr. Haben einen sehr guten Bass. Bin ich mal gespannt. Ich muss das mal ganz kurz so nebenbei laufen lassen. Ist immer schwierig, so das zu beurteilen, ob die auch gut klingen. Aber wenn der Bass immer einsetzt, bin ich meistens fasziniert, dass die Kopfhörer, ja doch, die haben auch einen sehr tiefen, grollenden Bass. Kommt immer auf das Musikstück natürlich vorher drauf an. So sieht das Ganze hier nochmal aus. Wir haben natürlich die Noise Reduction. Das ist die CVC 6.0. Bedeutet eigentlich nur die Rauschunterdrückung. Oh ja, und ich muss sagen, wenn es richtig loslegt, das Musikstück, ist der Bass wirklich schon knallig. Also wenn man beide Kopfhörer drin hat, ist es wirklich sehr, sehr gut. Es hört sich okay an. 16,4 Gramm wiegt das Ganze. Die werden immer leichter, habe ich so den Eindruck. Ja doch, ich muss natürlich sagen, dass der Bass hier überwiegend grollt an der Stelle. Vielleicht ist es aber auch so, kommt immer auf das Musikstück von der Stelle her drauf an. Charging Time 2 Stunden. Wenn das erledigt ist, kann man das Ganze mit dem 80 mAh Akku 3 bis 5 Stunden betreiben. Das ist super. 10 Meter Reichweite, so Fermix daneben. Geht, also keine dicken Mauern dazwischen sind. Farbe schwarz. Bluetooth Pairing habe ich gezeigt. Einfach beim Start lange genug die Play-Pause-Taste drücken, dann fängt es an blau-rot zu blinken. On-Off 3 bis 5 Sekunden gedrückt halten, dann geht er an oder auch aus auf der Play-Pause-Taste. Play-Pause-Music, damit kann ich auch pausieren. Siehst du, das wollte ich nochmal zeigen an der Stelle. Gucken wir hier, drücken wir drauf, Play, Pause, Achtung, Play, also Pause, Play, und das Ganze kann ich dann hier auch noch mit den Titeln skippen, auf laut gedrückt halten, wird es lauter, auf Minus wird es leiser, kurzes Anskippen im MP3-Player-Modus vom Telefon kann ich die Titel dann vor und zurück springen, das ist schon mal sehr toll, muss ich ganz ehrlich sagen, zum Telefonanruf annehmen, funktioniert das Ganze so, dass man einfach nur auf die Play-Pause- oder Anrufannahmetaste draufdrückt, Reject the Call, ach, für 2 Sekunden gedrückt halten, dann ruft das Gerät also die letzte Nummer zurück. Ach gucke, und wenn man stumm schalten will, muss man einfach nur doppelt auf Play-Pause drücken, dann ist das Mikrofon stumm geschaltet. Beziehungsweise der Klingelton ist dann stumm geschaltet. Und Double Press Play-Pause, also doppelt draufklicken, funktioniert dann Ganze auch nochmal so, dass die letzte Nummer nochmal zurück gewählt wird. Bei der Batterie ist es folgendermaßen, wenn die sich entlädt, kriegen wir hier so eine Art Klingelton drin, dass alle paar Sekunden bis, also 30 bis 60 Sekunden so didel-didel-did macht, sage ich mal. Und auf der Seite, wo die LED ist, fängt die dann rot an zu blinken statt blau, damit man auch weiß, dass der Akku bald leer ist. Und nach 2 Stunden ist das Ganze dann wieder geladen und dann geht es direkt wieder weiter. Ja, das ist einfach so der Kopfhörer an sich gewesen. Wie gesagt, schöne Sache finde ich, so dass man die ganzen Dinger auch portable betreiben kann. Und es ist ein bisschen Zubehör dabei, nicht so viel, wie man das von anderen Kopfhörern so kennt, von den Herstellern, die ich sonst schon mal vorgestellt habe. Ja, aber so sieht das erstmal aus und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Review oder App-Review. Bis dahin, auf Wiederschauen.